Leute, 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 das ist ja mal was. Die Astika kennt man natürlich durch den wirklich, wirklich guten Trade Raumschiffmeisterschaft 5, den gucken wir uns nachher an. Deshalb ist sie auch in der Tauschbörse immer eines der Objekte, obwohl sie denn aus dem Lobby Store kommt, der relativ teuer ist, also mehrstelliger 100er Millionenbetrag ist für das Schiff schon durchaus üblich. Aber darüber hinaus ist sie durchaus auch ein Schiff, das Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie jetzt speziell für dieses Review mal wieder vorgeholt und habe gefunden, okay, das macht so viel Spaß, dass das erstmal auf dem Char durchaus bleiben kann. Und ja, nicht nur der Trade macht das Schiff zu was Besonderem. Gucken wir uns das Ganze mal an und fangen wir auch gleich mal mit dem besonderen Trait, nämlich der Suprematie an. Und die Suprematie sagt im Grunde genommen nichts weiter, als dass wenn man Kanone, Streusalve, auf dem Schiff jetzt eher weniger gut, aber Strahlenbankfeuer frei benutzt, dann bekommt man einen Buff auf die Subsystemenergielevel. Sofern, solange diese Angriffsmodi aktiv sind, das Ganze stapelt sich dann bis zu 10 Mal und darunter stehen in dem Fall auch die Waffen, die bei mir jetzt dadurch profitieren. Und das ist schon, da ich ausschließlich mit Feuer frei arbeite, ist das eine richtig gute Sache. Das heißt, die Energielevel gehen nach oben und dementsprechend geht natürlich auch der Schadensoutput nach oben für 15 Sekunden pro getroffenem Ziel. Also das ist eine feine Sache, haben deshalb ganz viele drauf. Und ich fahre das zusammen mit allem Mann an Deck, der zielreichen Umgebung, den kritischen Systemen und der Reziprozität. Da ist das schon eine ganz gute Angelegenheit. 5 Waffen vorne, 3 Waffen hinten, trotzdem eher nichts für duale Strahlenbänke. Da ist sie dann doch vielleicht nicht ganz wendig genug. Apropos wendig, auf 21,1 Grad, da habe ich aber schon ein Momentum drinne und hier auch noch ein Neutronium mit Wendegeschwindigkeit, sonst wäre es ein bisschen weniger. Nur zwei wissenschaftliche Konsolen, da hätte ich ganz gerne eine mehr, würde dafür gerne eine taktische opfern, geht aber nicht. Insofern 4 taktische, 2 wissenschaftliche und 5 technische. Und da habe ich mir dann halt den Zeitlinienstabilisator raufgepackt, die bioneuralen Infusionskreisläufe, den tachyokinetischen Umwandler und das Angriffsmodulrelais. Das kommt mit dem Schiff einfach dazu. Der Polaron-Salvenwerfer, auf den habe ich dann mal verzichtet, obwohl ich in dem Fall hier sogar mit Polaron fliege, aber der taugt wirklich nichts großartig und der Zweier-Set-Bonus ist da auch nicht so wichtig. Aber das Teil kann man hier durchaus mal drinne haben. Das ist bei dem Schlachtschiff 10% kritische Trefferchance mehr, 25% kritischer Trefferschaden mehr, also wenn es denn aktiviert wird, und bei Deaktivierung besänftigt es alle Feinde innerhalb von 3 Kilometern für 8 Sekunden. Man kann also quasi reingehen. Man wird während der Zeit, die Fluggeschwindigkeit halbiert sich und die Wendegeschwindigkeit auch. Man sollte also Obacht geben, dass man da keinen schnellen Turn machen will oder sowas. Das geht da nicht. Gucken wir uns mal die Stationen an. Es ist zwar ein auch technisches Schiff durch den technischen Commander. Es kommt ein wenig mit der Führung daher. Man könnte hier also Führung reinpacken, wenn man das dann wollen würde. Ansonsten haben wir mit dem Universellen rein theoretisch 2 Taktiker, die ich auch nutze. Und so kriege ich dann zumindest ein Beta, zweimal feuerfreien Chemosit und ein Taktikteam unter. Das 2 wissenschaftliche Fähigkeiten. Also ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ist jetzt nichts, was man vielleicht mit den Schiffen des 31. und folgenden Jahrhunderts verwechseln sollte, aber es ist was sehr Solides, was sehr Brauchbares und ja, es macht eigentlich wirklich Fun. Und gleich komme ich nochmal zum Fluggefühl, weil das ist auf dem Schiff
schon etwas ganz Besonderes. Ja, das Thema Fluggefühl, die Azteca slidet ein bisschen, aber auf eine sehr angenehme Art, würde ich fast sagen. Also es ist jetzt nichts, was wie bei der Skimmy oder bei der Oddi ist, so unter dem Motto, ich slide und bin dann schon mal außerhalb der Reichweite meines Gegners. Das haben wir hier gar nicht, sondern es ist wirklich ein sehr angenehmes Sliden, womit man es hier zu tun hat. Und das Schiff, auch wenn es jetzt so aus dem Stand halt nur seine 21 Grad hat, kommt einem doch recht wendig vor und fühlt sich auch so an. Und es ist wirklich eine ganz angenehme Sache, das Schiff zu fliegen. Ich empfehle es wirklich nicht frontal zu fliegen. Also es ist dann doch eher was für die Breitseite. Da kann man dann allerdings wirklich schon seinen Spaß mit haben. Jetzt zünden wir einfach mal diesen Angriffsmodus, den wir da haben für 15 Sekunden. Und gut, hätte ich ihn besser mal gezündet bei der letzten Gruppe, wenn wir näher gewesen sind, dann wäre es vielleicht noch sinnvoller gewesen. Jetzt ist das ein bisschen vertan, aber... Der äußert, man merkt zumindest, wenn der Modus vorbei ist, und darum ging es mir jetzt eigentlich in dem Fall, dann ändert er oder endet dann quasi mit so einer Explosion. Das ist ein ganz deutliches optisches Zeichen, da kann man eigentlich nicht viel verpassen. Ja, wie gesagt, ein Schiff, das richtig Spaß macht. Wer es kann, sollte es kaufen. Es tendiert so zwischen 250 im günstigsten Fall derzeit bis weit über 300 Millionen allein für den Trade. Der ist es auch wert, das ist keine Frage. Jetzt muss ich hier mal weg, damit ich diese ganzen Overlays wegbekomme. Der ist es wert, aber nichtsdestotrotz, das Schiff macht an sich auch als solche Spaß, wenn man... vielleicht sogar auf die besondere Konsole verzichten mag und dann noch etwas anderes reinpacken kann oder mag. Da gibt es ja genügend Universalkonsolen und einsetzbare Sachen, mit denen man Spaß haben kann. Ja, soweit dazu. Ich kann nur sagen, Azteca macht so viel Fun, dass sie jetzt erstmal wirklich draußen bleiben darf. Und ich finde, sie sieht auch von der Optik, ich habe jetzt hier mal das Terraner-Set draufgepackt, das wirkt hier einfach sehr gut. Gerade auch hinten sieht sie wirklich ziemlich klasse aus. Es ist also schon etwas Besonderes, dieses Schiff. Ich kann nur sagen, Fazit von dem Ganzen, wenn ihr in die Gelegenheit kommt, sie mal zu bekommen, sei es über Lobbys, sei es an der Tauschbörse, wie auch immer, nutzt sie, das Schiff macht Spaß und der Trade ist es allemal wert. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss.